Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus unserem Kochbuch, das ihr ja bei Amazon mittlerweile als Kindle und demnächst auch als gedruckte Version kaufen könnt. Über 900 Seiten ist dieses Rezeptbuch voll und heute machen wir Lauchrahmgemüse. So sieht das aus jetzt hier auf meinem iPad, aber natürlich geht es auch auf Android, auf den ja, speziell extra dafür hergestellten Kindles. Also ihr könnt dieses Kochbuch wirklich auf jeder Plattform lesen. Lauchrahmgemüse brauchen wir natürlich. Lauch und Rahm. Thermomix, wie es geht, erzähle ich euch jetzt. So, ich gehe jetzt genau hier nach unserem Rezept vor und dann schauen wir mal, wie gut das geschrieben wurde. 500 Milliliter Wasser habe ich jetzt hier in den Thermomix schon abgefüllt und dazu kommen dann gekörnte Brühe. Dann 2 bis 3 Stangen Lauch in Streifen schneiden und in den Garaufsatz füllen. Dabei darauf achten, dass noch genug Dampf hindurchkommen kann. Den Garaufsatz aufsetzen und 25 Minuten Baroma Stufe 1 garen. So steht es hier und genau so machen wir das auch. Und das Schöne ist, ich habe den Lauch schon geschnitten. Also wie gesagt, macht da so schöne Ringe und okay, da geht auf jeden Fall noch genug Dampf durch. Also 25 Minuten Baroma Stufe 1. Bis gleich. Ich wurde gerade darauf hingewiesen, dass man ja den Deckel noch auf den Varoma machen soll. Ich hätte das eh gemacht, aber nur damit ihr es zu Hause nicht vergesst. So, damit ist unser Lauchgemüse gedämpft, gegart und wir stellen das jetzt erstmal zur Seite und warm. Das heißt, ich mache das kurz in den Backofen. Der ist sogar noch ein bisschen warm vom letzten Rezept, aber jetzt machen wir erstmal hier weiter mit unserem Lauchrahmgemüse. Hier haben wir jetzt noch den Garsud drin, den lassen wir auch komplett drin. Da kommen jetzt die weiteren Zutaten hinein und wie gesagt, die sind ja hier in dem Rezept wunderbar aufgeführt. 100 Gramm Milch kommen rein, das sieht aus wie Sahne, genau das ist die Milch. Dann 100 Gramm Schmand. Wir nehmen 40 Gramm Butter. Zack. Dann haben wir hier Sahne, ebenfalls 100 Gramm. 40 Gramm Mehl. Und jetzt steht hier eventuell 1 Esslöffel Essig und 1 Teelöffel Senf. Nicht nur eventuell, das muss auf jeden Fall ran. Ich finde das nämlich sehr lecker. So, auch an Linsensuppe gehört Essig ran, an Wirsinggemüse gehört Senf ran und warum nicht auch an Lauch. Teelöffel, Mama Augenmaß. So, passt. Was haben wir noch? Kräutersalz, etwas Kräutersalz. Und hier steht auch, siehe separates Rezept in den Grundrezepten. Das ist natürlich toll hier in diesem Kochbuch, da könnt ihr direkt quasi dann draufklicken und dann kommt ihr zum Rezept für das Kräutersalz. Das haben wir noch gar nicht gemacht, fällt mir gerade ein. Müssen wir demnächst mal hier produzieren in der Wunderkesselküche. So, etwas Pfeffer und das war's. Genau, 4 Minuten, 90 Grad, Stufe 3 bis 4. Unsere Rahmsoße ist jetzt soweit fertig. Wir machen jetzt den Lauch dazu und dann kochen wir das Ganze nochmal 2 bis 3 Minuten, auch nochmal 90 Grad. Linkslauf in dem Fall, ganz wichtig, Stufe 1. Nicht, dass wir hier den Lauch klein schreddern. Und das war's. Ende Gelände. Unser Lauchrahmgemüse ist fertig und das riecht nicht nur gut, sieht auch genauso aus, wie es aussehen muss. Du hörst jetzt auf zu klingeln, denn ich werde das jetzt degustieren. Lauchrahmgemüse perfekt natürlich auch mit Kartoffeln,
und vielleicht ein paar Rostbratwürstchen habe ich mir jetzt natürlich nicht dazu gemacht, aber es geht ja jetzt hauptsächlich darum, wie unser Lauchrahmgemüse schmeckt. Ich probiere das jetzt und den Rest gibt es dann heute Abend. Heiß. Aber das schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Ich kann mir auch vorstellen, dass das vielen Kindern auch schmeckt. Vielleicht nicht allen, aber vielen. Es ist nämlich nicht zu scharf, es ist sehr mild, schmeckt nicht zu lauchig durch diese Sahnesoße oder Rahmsoße. Also wirklich sehr, sehr lecker. Ich probiere jetzt noch einmal, weil es so gut schmeckt. Und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als probiert das Rezept mal aus. Schaut mal rein in unser Buch. Wie gesagt, da ist nicht nur dieses, sondern über 500 weitere Rezepte drin. Link zu Amazon, da wo ihr das kaufen könnt, habe ich euch unten in die Beschreibung reingelegt. Natürlich auch die PDF, die gibt es nach wie vor gratis für das jeweilige Rezept. Ich freue mich, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir einfach einen Daumen nach oben da. Wenn ihr den Kanal abonniert und gleichzeitig auch noch das Glöckchen drückt, dann bekommt ihr jede Woche die besten Rezepte aus unserem Wunderkesselforum. Ich freue mich, von euch zu lesen. Würde sagen, bis dahin, tschüss und guten Appetit.